Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein Video zeigen vom Nube-Denkmal am Gammendorfer Strand. Ich wünsche euch viel Spaß. Für die Gammendorfer Schüler sollte der 26. Juli 1932 ein ganz besonderer Tag werden. Gemeinsam mit ihrem Lehrer, Herrn Björnsen, gingen sie an den Strand, um ein neues Flugboot auf dem Fehmarnbild zu bestaunen. Die Schulklasse wurde dabei unfreiwilliger Zeuge des Untergangs des Segelschulschiffes Nube, welches sich nur wenige Kilometer vor der Küste ereignete. Das Segelschulschiff Nube, auf dem sich vor allem junge Offiziersanwärter ohne Erfahrung befanden, kenterte nach einem Wetterumschwung, obwohl schnell mehrere Schiffe zur Stelle waren. Um die Besatzung zu retten, ertranken 69 Menschen. 40 konnten gerettet und sicher an Land gebracht werden. Ich hoffe, euch hat die kleine Geschichte gefallen. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like und Abonnement da, um uns zu unterstützen.